Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit dem vierten Türchen des Advent of Code Kalender. Das gestrige Video ist relativ lang geworden, deswegen möchte ich das heute versuchen, ein bisschen anders anzugehen. Ich werde nicht den ganzen Text vorlesen, nur zusammenfassend sei gesagt: ein Squid, ein Tintenfisch hat sich an unser U-Boot geheftet und wir schätzen, dass er wahrscheinlich Bingo spielen möchte. Und natürlich hat unser Elfen-U-Boot auch ein Spielsystem mit Bingo, um sich die Zeit zu vertreiben. Konkret geht es jetzt darum, wir bekommen eine Liste gezogener Zahlen, wir bekommen eine Anzahl von Bingo-Brettern und wir gehen diese Liste gezogener Zahlen eine nach der anderen durch und tragen auf jedem Board, auf jedem Brett, die Zahl ab. Und sobald ein erstes Brett gewonnen hat, also ein Brett hat gewonnen, wenn entweder eine Zeile oder eine Spalte voll ausgezogenen Zahlen besteht, Diagonalen zählen nicht. So, also sobald das erste Brett gewonnen hat, hört das Spiel auf. Und dann addieren wir die nicht gezogenen Zahlen des Siegerbrettes aufeinander auf und multiplizieren es mit der zuletzt gezogenen Zahl aus der Sequenz, mit der dieses Brett eben gewonnen hatte. So, für dieses Testbeispiel, das Sie hier ausweisen, haben Sie am Ende ausgerechnet, dass die aufsummierten nicht gezogenen Zahlen des Siegerbrettes 188 ergeben müssen und dass die 24 die zuletzt gezogene Zahl war, so dass zusammen 4512 als Ergebnis herauskommt. Haben wir hier ist der Codeblock, der das Beispiel durchrechnen lässt. Ich habe hier ein Assert, das am Ende 188 als Summe rauskommen soll und 4512 als Produkt. Ich habe jetzt hier auch schon soweit vorbereitet für meinen individualisierten Input und während ich das Testbeispiel schon habe durchlaufen lassen, steht der individualisierte Input noch aus, damit wir wie immer das gemeinsam erleben oder uns in Trauer ergötzen können. Zum Code selbst. Ich importiere irgendwas, was ich scheinbar gar nicht brauche. Gut. Egal. Raw Example habe natürlich auch wieder den Fallbeispiel oder das Fallbeispiel, das Sie für den heutigen Tag demonstrativ vorgeben, mir kopiert, um Ihr Ergebnis nachvollziehen zu können. Und eine Klasse Board geschrieben. So, diese Klasse Board enthält eine Data Property, eine Mask Property und eine Lucky Num. Data soll das eigentliche Board repräsentieren mit den sichtbaren Feldern, also zum Beispiel dieses hier. Und zwar als eine Liste von Listen von Integern. Die innere Liste repräsentiert jeweils die inneren Listen repräsentieren jeweils die Zeilen, die äußere Liste fasst alle Zeilen des Boards zusammen. Die Mask ist gleichermaßen strukturiert, besteht aber nur aus Nullen und Einsen, wird zunächst mit Nullen initialisiert, wobei dann eben an immer der gleichen Stelle im Mask Array eine Null bedeutet, dass die entsprechende Zahl aus dem Datafeld, also aus dem eigentlichen Board, aus dem Brett, noch nicht gezogen ist, beziehungsweise eine Eins meint, es wurde bereits gezogen oder es ist gezogen. Lucky Num ist dann am Ende die Zahl, ist die Siegerzahl, die letzte Zahl, die gezogen wurde, mit der das Brett dann auch gewonnen hat. So, in der Init-Phase holen wir uns eine Liste von Strings rein, nämlich jeder String repräsentiert eine Zeile. Das heißt, intern mit Line.Split zerlegen wir dann die Zeile in die jeweiligen Einträge, die wir in Integers umwandeln. Ja, und gleichermaßen, wie gesagt, ich weiß, dass die Bretter immer 5x5 sind, also erzeuge ich ein gleich großes Mask Array aus, eine gleich große Mask Struktur aus Nullen. So, dann bietet mir die Board-Klasse die Funktion Draw. Also ich kann dem Board eine Zahl geben, als Integer oder String. Wenn es ein String war, cast es gleich um in ein Integer. Sowas passiert hier. Letztlich nichts Wildes. Er geht einfach alle Zeilen und Spalten von Data und Mask durch. Und wenn er feststellt,
Aha. Die gezogene Zahl entspricht einem Feld auf dem Board und ist bis jetzt noch nicht gezogen worden. Dann wird die Maske angepasst. Ne, hier Row Mask kommt aus Self Mask, wird Row Mask, also eine Zeile aus der Maske wird raus extrahiert und dann wird dort der entsprechende Eintrag auf 1 oder wahr gesetzt. Ich vermerke mir, dass es ein Update gegeben hat. Ja, kann ja sein, dass eine Zahl, die auf dem Brett gar nicht auftaucht, dann wird halt geguckt und dann ändert sich nichts und dann wird auch nichts geupdatet. Nur wirklich, wenn ich in dem Mask Array anfange, da einen Schalter umzulegen. Ich sage, jetzt ist eine Zahl gezogen worden, die vorher nicht gezogen war, dann ist updated true. Dann speichere ich mir auch gleich Zeile und Spalte, wo dieser Eintrag aufgetaucht ist. Und speichere mir auch, welche Zahl da, ne, als Lucky Namen, welche Zahl es da gerade gezogen wurde und die zu einer Änderung auf dem Brett geführt hat. Und dann kommen wir hier zu einer interessanten Break-Continue-Break-Schalte. Das ist leider ein bisschen unglücklich, aber geht halt eben auch nicht viel besser. Wir sehen, ich habe ja hier eine doppelte Vorschleife oder eine eingebettete Vorschleife innerhalb einer Vorschleife. Und ich möchte an diesem Punkt, wenn dieses if greift, möchte ich eigentlich beide Vorschleifen verlassen. Dafür kennt Python leider keinen Befehl. Ich fände es ja toll, wenn ich sagen könnte, break 2 nach dem Motto, bricht diese und die darüber liegende Schleife. Das gibt es aber nicht. Ja. Ich kann nur break sagen. Und dieses break bricht die innere Vorschleife. Dann muss ich aber noch die äußere Vorschleife irgendwie brechen. Also ich muss aus der inneren Vorschleife rauskommunizieren, dass die äußere auch gebrochen werden soll. Und das ist, was dieses Break Continue Break macht. Ja. Ich breche die innere Vorschleife. Weil sie gebrochen wird, kommt sie nicht in diesem else an, sondern führt stattdessen dieses Break aus und damit verlasse ich auch die äußere Vorschleife. Auf der anderen Seite, wenn das if nicht wahr ist, also dieser Codeblock hier drin nicht ausgeführt wird, wir kommen also nicht an diesem Break vorbei, dann ist irgendwann diese Vorschleife alle, wir haben alles durchiteriert, dann wird das else ausgeführt, ne? Die for else, der for else Block bei Python, ne? Das else einer Vorschleife wird ausgeführt, wenn die Vorschleife vollständig durch alles durchiteriert hat und dann kommen wir an dieses Continue. Dieses Continue erzwingt, dass wir in der darüber liegenden Vorschleife gleich in die nächste Iterierte reingehen und nicht den Codeblock bis zu Ende durchlaufen. Das heißt, wir überspringen dieses Break. Ja, also solange das innere Break nicht gezogen wird, kommen wir bei dem äußeren Break nie an. Ist wirklich keine schöne Konstruktion, aber es geht nicht viel besser in Python. Sonst müsste ich hier mit irgendwelchen zusätzlichen boolschen Variablen arbeiten, dass die äußere Vorschleife weiß, ach, okay, die innere Bool-Variable wurde umgesetzt, dann gehe ich jetzt mal raus. Also, wenn man da keine zusätzlichen Variablen einführen möchte, dann geht das nicht anders als so. Und falls doch, lasst es mich wissen. Unten in den Kommentaren. Wäre mein erster. So, if updated. Jetzt ist ja der Punkt, wir haben jetzt eine Zahl gezogen und sie hat möglicherweise auf dem Brett etwas verändert. Wenn sie es denn getan hat, können wir jetzt einmal schnell prüfen, ob das Brett dadurch gewonnen hat. Eine Variante wäre, alle Zeilen und alle Spalten zu prüfen, ob sie jetzt nur noch aus gezogenen Zahlen bestehen. Ich habe mich stattdessen dazu entschieden, deswegen speichere ich hier oben ja auch Zeilen- und Spaltenindex. Ich prüfe nur die Zeile und die Spalte, wo der sich ändernde Eintrag oder statusändernde Eintrag erfolgt ist. Ja, ich prüfe nur eine Zeile und nur eine Spalte, weil ich nur diese eine Zeile und diese eine Spalte prüfen muss. Ich weiß von allen anderen Zeilen und allen anderen Spalten, dass sie nicht aus nur gezogenen Zahlen bestehen können. Sondern überprüfe ich einmal hier, Check Number One ist was. Hier prüfe ich die zugehörige Spalte. Und im Check Number Two überprüfe ich die Zeile. So, wenn die Checks greifen, return true, heißt, das Brett hat gewonnen. Wenn die Checks nicht greifen, return false, heißt, das Brett hat noch nicht gewonnen. Zu Debug-Zwecken habe ich mir hier eine String-Methode gebastelt, die das Brett ausgibt. Nun, da ich fertig debuggt habe, brauche ich es eigentlich nicht mehr. SumFree, das ist für die eigentliche Bewältigung der Aufgabenstellung. Sie wollen ja, dass all die Einträge aufsummiert werden, die nicht markiert worden sind. Das, was diese Funktion hier macht. Craft Boards erzeugt alle Bretter, gegeben einem Input, entweder hier ganz oben, das Raw Example, oder eben aus der Textdatei.
Und Play wendet alle gezogenen Nummern auf alle Bretter an, bis ein Sieg errungen wurde. Und damit sind wir jetzt wieder hier unten angekommen, wo wir angefangen haben. Ja? Also hier für das Fallbeispiel wird das alles einmal durchexerziert. Und mehr oder weniger der identische Code für den Text-Input. Wir können jetzt mal beides laufen lassen und schauen. Wir bekommen ein Ergebnis, 54.275. Und die beiden Asserts haben keinen Fehler fabriziert, also sind erfüllt. Dann schauen wir mal, ob die 54.000 Blabla die richtige Antwort ist. Und Tatsache, continue Part 2. Okay, ich schaue mir jetzt den Part 2 an und wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder. Also ich habe mir den zweiten Part angeschaut. Die Beschreibung ist auch überschaubar. Wir sind gerade spontan zur Idee gekommen, dass wir vielleicht den Tintenfisch lieber gewinnen lassen wollen, als selber zu gewinnen. Das heißt, wir machen dasselbe, was wir eben getan haben, aber nicht für das erste Board, das vollständig wird und gewinnt, sondern für das letzte. Entsprechend waren auch die Modifikationen nicht allzu groß. Ich habe aus der Play eine Play for Squid gebastelt, wo wir also stattdessen nach dem Last Winning Board suchen. Ich habe dafür Kleinigkeiten in der Board-Klasse geändert. Und zwar hat sie jetzt ein neues Feld bekommen, has won. Wann immer irgendwas gedrawt wird, hier hat sich nichts geändert, nur hier unten bei den Checks. Die Checks haben vorher direkt Return True zurückgegeben. Jetzt stattdessen setzen sie dieses has won, das bei der Initialisierung false ist, einfach auf True. Und am Ende wird hier has won stets zurückgegeben. Und auch diese Checks werden nur ausgeführt, wenn has won noch gar nicht wahr gewesen ist. Ja, das ist im Grunde alles. Hier bei der Play war es am Ende auch. Wir haben unsere Break-Continue-Break-Schalte. Wir haben geguckt, wann ist das erste Board. Ja, hier Board Draw wird ja für alle Boards ausgeführt. Wir haben mal mit einem If abgefragt. Wenn das erste Board halt wahr wird, dann greift dieses If. Wir können uns das First Winning Board merken, gehen mit Break Continue Break raus und geben das First Winning Board zurück. Bei Play for Squid jetzt stattdessen fragen wir also nicht mehr ab, if Board Draw, sondern wir führen einfach Board Draw schlicht aus und checken dann danach, if all. Ja, also haben alle Bretter gewonnen, das greift ja erst frühestens, sobald das letzte Board auch gewonnen hat. Dann merken wir uns das Last Winning Board. Mit Break Continue Break gehen wir raus, geben das zuletzt gewonnene Board zurück. Ich habe jetzt hier auch Part 1. Ich habe die Ausführung des Part 1-Codes von der Ressourcenbereitstellung getrennt. Ja? Also hier oben werden die Boards gecraftet fürs Beispiel, aber auch für den Input. In der Part 1 wird also die Part 1-Aufgabe gelöst, in der Part 2-Aufgabe wird bis jetzt zumindest na sag schon, das Fallbeispiel durchgeprüft und asserted. Und ich habe auch schon gecheckt, das stimmt alles. Das heißt, wir können jetzt den individualisierten Input direkt einmal durchjagen und sehen, so Last Winning Board, Play for Squid. So Last Winning Board, Sum Free, mal Last Winning Board, Lucky Number. Jetzt der große Moment. 13.158. Und schauen wir mal, ob es stimmt. Und es stimmt. Wunderbar. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bye bye.